Am Ende meines Lebens angekommen, möchte ich Zeugnis ablegen auf diesem Pergament, auf das die Ereignisse um den Mann niemals in Vergessenheit geraten mögen, der mein Leben verändert hat im Jahre 1400 des Herrn. Sein Name war Störte Beker, der berühmteste Pirat an West- und Ostsee. Dies ist seine Geschichte. Mögen seine Abenteuer zur Legende werden. Schwert. Gibst du auf? Dann kämpfen wir eben so weiter. Womit denn? Ich weiß nicht, womit du kämpfst. Ich kämpfe mit den Waffen einer Frau. Mein Sohn, nun ist es soweit. Du gehst wie vorgesehen nach Hamburg und wirst Kaufmann. Und Klaus? Klaus wird ins Kloster gehen. Erst wenn wir wissen, dass ihr beide euch in Sicherheit befindet, wird mir wohler ums Herz. Es sind gefährliche Zeiten. Da müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Dann heißt es wohl nun, Abschied zu nehmen. Wo ist Klaus? Komm mit, ich zeig dir was. Was ist das? Mein Schatz. Die sind schön. Woher hast du die? Gefunden am Strand. Das ist Bernstein. Einen schenke ich dir. Aber vorher musst du mir was versprechen. Kommt drauf an, was? Dass du auf mich wartest, bis ich aus dem Kloster komme. Gut. Ich warte auf dich. Versprochen. Versprochen. Geh mit ihm mit.
Bruder Wigbold. Und mach deinem Namen niemals Schande. Klaus Brodersson. Woher weiß ich, was Gott für mich vorgesehen hat? Geduld, mein Junge. Gott wird dir deinen Platz im Leben schon zuweisen. Heißt das, Gott hat für jeden bestimmt, ob er Seefahrer, Kaufmann, Bettler oder König wird? Wir müssen das Beste aus uns machen. Ein jeder an jenem Ort, den Gott für ihn vorgesehen hat. Zuerst musst du Demut, musst du Gehorsam lernen. Das ist uns Mönchen heilig. Das möchte ich auch mal. Auf so einem Schiff bis ans Ende der Welt segeln. Gott in seiner unermesslichen Gnade möge dich davor bewahren. Das sind Seeräuber. Wie könnt ihr das sehen? Weil sie so weit draußen fahren. Das würde sich eine Kaufmannskogge nie trauen. Die bleiben immer schön in Ufernähe. Was ist das denn? Klaus, warte! Klaus! Mal aufs Pfeil halten! Wir müssen endlich zeigen, dass du ein Mann bist. Den Mut eines Patriziers hast. Wie heißt du, mein Junge? Was ist mit dem Jungen los, Bruder Wigbold? Kann er nicht sprechen? Er ist völlig verstört, seitdem er mit ansehen musste, wie seine Eltern umgebracht wurden.
Hier, trink erst mal. Aber langsam, das ist Bier. Na, wie heißt der Junge, Bruder Wigbold? Klaus stürzt den Becher. Wie? Der Junge heißt Klaus Störtebecker. Ja, Klaus Störtebecker ist mein Name. Heißt Störtebecker, verträgt aber nichts. Ja, willkommen im Kloster St. Thomas. Ich werde meine Eltern rächen. Du hast ein Löwenherz, mein Junge, das weiß ich. Aber nun gilt es, deine Sinne zu schärfen, deinen Verstand zu schulen und dann... Dann werde ich dich lehren, wie man kämpft. Hiermit und hiermit. So. Aber jetzt ist Schlafenszeit. Morgen beginnt ein neues Leben für dich. Jetzt geh und mach deinem Namen niemals Schande. Klaus Brodersohn. Gut. Ich warte auf dich. Versprochen. Versprochen. Aufwachen. Bruder Wigbold, aufwachen. Es läutet zu Vigil. Vigil. Ist schon. Ich war gerade erst eingeschlafen. Pflanzen an. Das ist jetzt schon das dritte Jahr hintereinander mit einer, Verzeihung, Herr, aber mit einer beschissenen Ernte. Und die Bauern zahlen brav ihren Zehnten. Ich frage mich, wovon? Immerhin erteilt dem Vater Remigius der für Absolution von uns ein Quid pro Quo. Dabei wird er selbst immer fetter und fetter. Und uns predigt der Messigon. Pfui, Leib! Zeig mir, aber das Bier schmeckt wie Pisse. Kein Wunder. Zellerat verdünnt es mit Wasser. Seit wann? Seit Abt es befohlen hat und ich ihm dabei zur Hand gehen musste. Und warum verschweigst du mir das? Ein schöner Freund bist du, Bruder Klaus. Gehorsam ist unsere erste Regel, gefolgt von der Demut. Demut, Demut. Wie soll man denn Demut empfinden, wenn einem der Magen knurrt und man Durst hat? Der Abt hat gestern ein neues Fass Wein bekommen. Und Wildbret. Woher weißt du denn das schon wieder? Ich hab den Zellerar geholfen, es in den Vorratskeller zu schleppen. Zu den Schinken. Und den Würstchen. Mit dem leckeren Käse und den anderen Weinfässern. Und warum erzählst du mir das alles, Bruder Klaus? Willst du mich, Herr, verzeih mir, aber willst du mich verarschen? Der heilige Benedikt sagt, du sollst die Alten lehren. Und ich bin nun mal der etwas Ältere. Er sagt aber auch, du sollst dich nicht zu Taten des Zornes hinreißen lassen. Maria und alle Heiligen. Wie hast du das gemacht? Ich hatte einen guten Meister.
Ein besseren vielleicht, als sich dieser selbstbewusst ist. Ich habe Bruder Wickbold nur gezeigt, was man mit einer Hake so alles anstellen kann, herrwürdiger Vater. Ihr seid bis auf Weiteres von Tisch und Oratorium ausgeschlossen. Ihr werdet in Buße und Kontemplation verharren, bis ich es euch sage. Was machst du denn da? Ein Nagel. Das ist kein Nagel. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Was faselst du da? Für mich ist die Zeit der Demut abgelaufen. Versündige dich nicht, Bruder Klaus. Seltsam, hast du nicht immer gesagt, hilf dir selbst, so hilf dir Gott. Was hast du denn vor? Ich werde den Tod meiner Eltern rächen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Euer Hof ist abgebrannt. Die Mörder sind spurlos verschwunden, deine Eltern sind tot. Klaus, lass sie doch in Frieden ruhen. Hm? Das kann ich nicht. Aber zunächst einmal werde ich hier im Kloster für ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Klaus! Bruder Klaus! Jederzeit soll sich der Mensch frei halten von Sünden und Fehlern. Aber auch von den Begierden des Fleisches. Wer von euch aber gesündigt hat, im Kleinen wie im Großen, der kann sich mit Gaben an die heilige Mutterkirche loskaufen von der Sünde. Meldet euch beim Zellerar Bruder Philipp und bringt ihm eure Opfer dar. Denn wie sagt Gott der Herr, wer mit freudigem Herzen gibt, der wird dereinst im Himmelreich dafür doppelt belohnt werden. So lange können die Menschen nicht warten. Was führt euch an? Ihr seid vom Teufel besessen. Hört sofort auf damit! Ihr sollt damit aufhören! Ich werde euch aus unserer Gemeinschaft ausschließen! Verliert man mit einem Wimpernschlag alles, was einem lieb und teuer ist. Freie Unterkunft, freie Verpflegung, eine sichere Heimstatt in unsicheren Zeiten. Was hast du denn? Die ganze Welt steht uns offen. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Nach Hamburg. Weißt du, wie weit das ist? Doch stehen! Das ist eine Torheit. Ich weiß wirklich nicht, was du hast. Jemals dort ankommen, ohne Kleider an. Verdammt will ich sein, wenn nicht auch hier in Hamburg irgendjemand eines Seelentrösters bedürfte. Ich jedenfalls bedarf endlich wieder eines Daches über dem Kopf. Und ich brauche ein Bier. Noch auf diesem Schiff wird die Ladung gleichmäßig verteilt. Warum steht hier immer noch alles an einem Fleck? Hey, du da! Wem gehört das Schiff? Was? Die Korke, wem gehört's? Hermann Prehn, die zwei Ballen kommen da oben aufs Vorschiff. Wem? Kaufmann Prehn mit deiner Tochter namens Elisabeth. Was ist? Bist du auf Brautsuche oder willst du ihr anheuern? Ich würde für mein Leben gerne auf dieses Schiff. Seemann! Bevor du ihr anheuerst, sag ich dir leb wohl. Warum? Der Herr, als er mich zu schaffen gedachte, hat keine Kiemen für mich vorgesehen. Das weite Meer da draußen ist nichts für Bruder Wickbold. Danke für alles, was du mir beigebracht hast. Von nun an musst du auf eigenen Füßen stehen. Gott segne und beschütze dich, mein Junge.
soll sich erstmal seinen Lohn verdienen, bevor er dem Hermann Prehn die Rechnung aufmacht. Was ist nun? Habt ihr noch Heuer für mich oder nicht? Gut, einen kann ich noch brauchen. Da hast du aber Pech gehabt, mein Freund. Ach ja, und warum? Weil nämlich ich auf dieses Schiff kommen werde. Hört mir zu, Steuermann. Ich bin ein erfahrener Seemann, der schon sämtliche Weltmeere durchkreuzt und mehrfach den Rand der Erdscheibe erblickt hat. Auf so einen wie mich könnt ihr gar nicht verzichten. Einen von euch nehme ich. Wer zuerst oben auf der Raa ist, der bekommt die Heuer. Besser bei den Gauklern aufgehoben. Du bleibst. Nein, nimm ihn. Die Waren sind noch nicht angekommen. Schon so ein bisschen. Darauf kommen wir zurück. Und hoffentlich den Preis weg. Wir nehmen ihn. Aber denk an dein Versprechen. Ja, ja. Schönes Brot, das gibt's doch nicht. Wer soll mir das jetzt noch abkaufen? Was habt ihr da in euren Worten, mein liebes Fräulein? Gebt ihr meinem Kameraden oder steche eure Freundin ab wie eine Sau. Lass sie los. Sofort. Ja, mit dem Beutel. Den hier willst du? Ja, ja mit dem Beutel. Bitte, hier hast du ihn. Weißt ja, wenn wir kämpfen, dann mit den Waffen einer Frau. Das habe ich schon mal gehört. Wir dachten, du bist längst tot, Klaus Brodersohn. Störtebeker. Mein Name ist jetzt Störtebeker. Du lebst, ich bin ja so froh. Und die Dame, die so neugierig lauscht, ist Maria. Maria, bring die Einkäufe nach Hause. Ich gehe noch ein paar Schritte mit Klaus. Was ist mit meinem Bruder? Lebt er noch bei euch? Ja, er ist die rechte Hand meines Vaters. Wo hast du nur all die Jahre gesteckt? Ich war gut aufgehoben. Kloster. Ich habe jede Nacht an dich gedacht. Und während des Tages? Musste ich arbeiten und dazwischen beten. Hat es geholfen? Nicht immer. Es war eine lange Zeit. Ja, sehr lange.
Hast du deine noch? Du erinnerst dich an dein Versprechen. Willst du es immer noch einfordern, jetzt als Mönch? Ich bin kein Mönch mehr. Warum warst du nur all die Jahre hinter Klostermauern eingesperrt? Das ist doch jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir uns wiedergefunden haben. Oder findest du nicht? Nein. Ich darf dich nicht küssen. Warum nicht? Mein Herz gehört dir, aber es darf nicht sein zwischen uns beiden. Er hat sich all die Jahre um mich gekümmert. Er hat mich aufgenommen wie einen Sohn, mir ein neues Zuhause gegeben. Ich bin jetzt Kaufmann. Hast du nie versucht herauszufinden, wer hinter dem Tod unserer Eltern steckt? Es ist nicht gut, alte Wunden aufzureißen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie unsere Eltern ermordet wurden. Klaus, wir wissen nicht, wer das getan hat. Ich werde sie finden und ich werde sie töten. Erzähl mir von Elisabeth. Wo seid ihr nur wieder mit euren Gedanken? Er ist jemand aus meiner Vergangenheit. Was vergangen ist, sollte auch vergangen bleiben. Ja. Denn was man sich ans versprochen hat, sind nur kindische Torheiten. Ist es denn nicht so? Der Verstand sagt ja, aber das Herz. Beides sollte jedoch Simon von Wallenrod gehören. Ohne Einschränkung. Ihr seid es ihm und euch selbst schuldig. Ich weiß sehr wohl um meine Pflichten. Simon von Wallenrod versprochen. Aber ihr scheint nicht glücklich darüber. Was ist schon Glück? Soll ich mich an ein Versprechen halten, das ich als junges Mädchen gegeben habe? Und mein Vater stirbt in Gram und Armut. Jetzt übertreibt ihr aber. Maria, wenn ich Simon von Wallenrod nicht heirate, ist die Existenz der Familie Prehn nicht nur gefährdet, sondern vernichtet. Ich wusste nicht, dass es so schlimm steht. Einen Moment, Vater. Hör zu, kein Wort davon zu meinem Vater. Versprich mir das. Er hat schon mehr als genug Sorgen. Hm? Hast du Angst, deine Tochter wird nicht rechtzeitig fertig? Ist jemals eine Frau rechtzeitig fertig geworden? Wie findest du mein Kleid? Oh. Wundervoll. Dein zukünftiger Ehemann wird hingerissen sein. Elisabeth, ich habe deiner Mutter auf dem Totenbett versprochen, dass ich dir niemals einen Ehemann aufzwingen werde. Das tust du doch nicht, Vater. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit ihm glücklich wirst. Simon und du, ihr beiden seid die Zukunft des Hauses Prehn. Ich möchte dir für dein Vertrauen danken, Vater. Und ich werde alles tun, um es zu rechtfertigen. Ich weiß, mein Kind.
Wieso bist du so sicher, dass du Elisabeth Prehn erobern kannst? Ich weiß, wie man mit einer Frau ihres Standes umzugehen hat. So. Und woher willst du das wissen? Sie gilt als aufmüpfig und rebellisch. Sie erinnert mich wirklich an deine Mutter. Außerdem muss sie ja wohl für die Ehe erst noch gezähmt werden. Ich habe ein angeborenes Talent dafür. Und außerdem weiß ich doch, wie wichtig diese Hochzeit für dich ist. So. Wir müssen uns mit einer anerkannten Patrizierfamilie verbinden. Damit sich dein Traum endlich erfüllt. Wovon sprichst du eigentlich? Vom Amt des Bürgermeisters. Wir müssen gehen. Vielleicht haben wir mehr gemein, als ihr lieb ist, Vater. Vergiss das Collier nicht. Darf ich Sie euch umhängen? Ist es eure Art, ohne Umschweife zur Sache zu kommen? Wollen wir uns nicht zuerst ein wenig kennenlernen? Ich kann euch versichern, ich kenne euch gut. Ihr beherrscht seit langem meine Träume. Es gibt große Unterschiede zwischen Traum und Wirklichkeit. Es liegt an euch, ob mein Traum Wirklichkeit wird. Ich habe euch beobachtet. Beim sonntäglichen Kirchgang oder beim Reiten? Ach so? Und was schließt ihr daraus? Dass mir die Wirklichkeit ausnehmend gut gefällt. Oder soll ich lieber sagen, dass die Wirklichkeit den Traum noch bei Weitem übertrifft? Sohn eines alten Freundes ist bei mir immer herzlich willkommen. Schön, dich gesund wiederzusehen, Klaus. Bleib in meinem Haus, solange du willst. Hm? Danke. Bring die Lieferung gleich in den Hof. Ja, das ist meine gute Wind. Schnellste Schiff der Hanse. Ich weiß. Ich würde alles tun, um auf so ein wunderbares Schiff zu kommen. Ach. Alles. Elisabeth. Kennt ihr einander noch? Du hast dich kaum verändert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nun, was man von dir gerade nicht behaupten kann. Und du? Hast inzwischen gelernt, richtig zu fechten? Ich weiß nicht. Was ist mit dir? Elisabeth ist einfach viel zu leichtsinnig. Aber in der Ehe wird sie schon Zurückhaltung lernen müssen. Hm? Du bist verlobt. Warum hast du dich verlobt? Wer ist dein Verlobter? Er stammt aus einer angesehenen Hamburger Familie und er hat sehr gute Manieren. Thank you.
ich es gut verwahrt. Verehrter Herr Bürgermeister, Elisabeth, die einzige Tochter unseres hochverehrten Ratsherrn Hermann Prehn, wird am Sonntag vor Pfingsten meinen einzigen Sohn Simon heiraten. Nun zur Tagesordnung. Die Seeräuberei vor unserer Haustür ist zu einer unerträglichen Plage geworden. Wir sitzen auf unseren Waren, weil unsere Schiffe nicht auslaufen können. Ja, stimmt. Meine Herren, das ist doch inzwischen allen. Gestattet mir einen Vorschlag. Wir müssen mit Königin Margarete von Dänemark zu einem für beide Seiten ehrenvollen Frieden kommen. Dann können wir gemeinsam gegen die Piraterie in unseren Meeren vorgehen. Und wie, wenn ich fragen darf, stellt ihr euch das vor? Königin Margarete fühlt sich an keine Verträge gebunden. Ein hohes Risiko. Ich will es dennoch versuchen. Wenn der Rat zustimmt, werde ich mich an Bord meines Schiffes Godewind begeben und in Kopenhagen die dänische Königin aufsuchen. Gottes Willen, passt mit der Fackel auf! Gewöhnlich werden diese Urkunden von den Besitzern selbst aufbewahrt. Sie werden nur vorgezeigt, wenn es Streitigkeiten um ein Stück Land gibt. Wir verfügen aber auch manchmal über Abschriften der Originale. Und seht die her, habe ich gefunden, von Gut Brudersson. Vergesst nicht, was hier geschieht. Das bleibt unter uns. Ich habe keine Lust, Bekanntschaft mit der Strickbank zu machen. Du hast unser Wort. Lies das. Das ist lateinisch. Du bist der Mönch, was heißt das? Das heißt, dass Konrad von Wallenroth in einer Woche mehrere Höfe erworben hat, unter anderem Gut Brudersson. Wann? Vor 12 Jahren. Das kann doch nicht stimmen. Nein, das kann es nicht. Was erzählt ihr mir da? Das besagt gar nichts. Unser Vater hat Gut Brudersson nie verkauft. Klaus, ich bin nicht bereit, mir diese Verleumdungen weiter anzuhören. Ihr müsst einsehen, dass ihr mit sowas eure Eltern nicht wieder lebendig machen könnt. Akzeptiert die Tatsachen, wie sie sind. Diese Urkunde beweist... Weißt du, was sie beweist? Das beweist sie. Und jetzt hab ich zu tun. Wallenroth. Auf ein Wort. Was willst du? Ich kenne dich nicht. Keine Sorge, gleich werdet ihr mich kennenlernen. Klaus. Mein Name ist Störtebeck. Ich kenne keinen Mann dieses Namens und ich habe auch nicht vor, ihn kennenzulernen. Dazu fehlt mir Zeit, Geduld und jegliches Interesse. Vielleicht erinnert ihr euch besser an Klaus Brudersson. Wer soll das sein? Ihr erinnert euch wirklich nicht. Nein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ich glaube, ich muss euer schlechtes Gedächtnis etwas auffrischen. Halt! Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du da faselst. Aber meine Männer werden dir eine kleine Lektion in Manieren beibringen.
Gang statt, Mika. Aber dazu wirst du nicht mehr viel Gelegenheit haben. Nein! Bist du verletzt? Geh. Hört mich an. Ich will kein Wort mehr hören. Verzeiht meinen unpassenden Auftritt. Aber der Bursche ließ mir keine andere Wahl. Klaus, du musst sofort verschwinden. Von Weinroths Männer werden mich überall suchen. Er ist ein Feigling, ein Lügner und er kämpft nicht ehrlich. Er ist ein Patrizier. Er hat mit dem Mord an unseren Eltern zu tun. Das kannst du nicht beweisen. Hoffentlich hält er sein Versprechen. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Aber was willst du tun? Willst du ihn anklagen? Dann steht das Wort eines Patriziers gegen deines. Und wer bist du? Ein dahergelaufener Niemand. Ich versuche alles über die Weinroths in Erfahrung zu bringen. Wie sie zu ihrem Reichtum gekommen sind, mit wem sie Geschäfte machen, wer auf ihren Lohnlisten steht, alles. Was hast du vor? Ich brauche Abstand. Ich werde auf der Gode Wind nach Dänemark segeln. Was? Soll ich hier bleiben und mit ansehen, wie diese Missgeburt Elisabeth weiter den Hof macht? Jetzt glaube ich wirklich, Hermann Breen hat recht gehabt. Du bist verrückt geworden. Du schaffst es doch niemals auf die Gode Wind. Niemals. Klaus! Vorsichtig! Du schon wieder. Ich wette um 10 Pfennig. Wenn der Gürtike mich jetzt nicht sieht, schmeißt du dich direkt wieder von Bord. Nehme ich an. Was ist hier los? Wenn du einen Vortrag halten willst, such dir ein anderes Ohr. Wir brauchen hier keine Redner. Und jetzt an die Arbeit, Seemann. Ein drittes Mal lade ich dich nicht ein. Alles klar, Gödicke? Alles an Bord, Herr. Wir können auslaufen. Gut. Steuermann, ihr könnt den Befehl geben. Wir legen ab. Tu, was er sagt. Lycho hat für diese Reise das Kommando. Elisabeth, was tust du denn hier? Wir wollen ablegen. Ich habe mich entschlossen, dich zu begleiten. Elisabeth, ich habe dir gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Ich will aber an deiner Seite sein, wenn du mit der Königin sprichst. Margarete ist unberechenbar. Ja, eben darum. Deshalb ist es wichtig, dass ich mitkomme, weil ich weiß, wie eine Frau denkt. Aber ich offenbar nicht. Man sieht's an dir. Oh, bitte, ja? Schon lange habe ich keine Mutter mehr. Und nun möchte ich meinen Vater nicht auch noch verlieren. Verzeihung, Herr, wir müssen auslaufen. Die Flut geht zurück. Ja, ich glaube ich. In Gottes Namen. Aber du bleibst während der ganzen Reise in deiner Kajüte. Das ist ein Befehl, Elisabeth. Schiffseigene Gans, wie ihr beliebt. Gödicke, wir können auslaufen. Was steht hier rum wie die Ölgötzen? Setzt die Segel. Wir legen ab. Sieh mal an, der uns da schon wieder über den Weg läuft. Hab ein Auge auf ihn. Du weißt, was du tun musst. Hm.
Stecke! Ja, Herr. Was macht dieser Mann auf meinem Schiff? Ich habe ihn angeheuert. Wollt ihr ihn sprechen, Herr? Nein. Halt ihn von meiner Tochter fern. Schon etwas besser? Du brauchst mich also nicht hier draußen. Soll ich dann zurück in meine Kajüte? Deine Wache. Ich kann nicht. Komm, Erik, du schaffst das. Mir ist so schlecht. Du gehst jetzt da raus. Und ich verspreche dir, sobald es dunkel wird, übernehme ich deine Nachtwache. Aber jetzt reiß dich zusammen. Komm. Bruder Wigbold? Habe ich dich also doch gefunden, Bruder Klaus. Zum Teufel. Verzeih mir, Herr. Was machst du hier? Wolltest du dich nicht um das Seelenheil der Hamburger Wirte verdient machen? Gottes Wege sind unergründlich. Ich konnte dich doch nicht deinem Schicksal überlassen. Also habe ich meine Skrupel überwunden und hier als Medikus angeheuert. Übrigens, von nun an Magister Wigbold. Man hat allemal mehr Respekt vor einem studierten Pfaffen. Magister Wigbold. Lass das junge Fräulein los! Was ist denn eigentlich vorgefallen? Dieser Mann! Er hat gesehen, wie der Mann es gewagt hat, eure Tochter zu belästigen. Ich hab's gesehen, ja. Was denn?
Ist das wahr? Aber nein, das ist nicht wahr. Es ist ein Missverständnis. Er hat mir überhaupt nichts getan. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Herr, ich schlage vor, dass man den Mann fesselt, bis wir den Sachverhalt aufgeklärt haben. Dann lass mich gleich mitfesseln, wenn du glaubst, dass ich eine Lügnerin bin. Wollen die Sache auf sich beruhen lassen. Aber Herr! Habt ihr mich verstanden, Schiffshauptmann? Auf ein Wort! Dieser junge Novize aus dem Kloster St. Thomas hat es in seinem frevelhaften Übermut gewagt, den Herkules der Hanse, Götz aus Oldenburg, herauszufordern. Wer wird am Ende auf der Wahlstatt bleiben? Die Wetten stehen 5-1 für Götz. Könnte ich mir kurz Ihren Helm leihen, Herr? Wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Der Kampf ist dann beendet, wenn einer von Ihnen unfähig ist, aufzustehen. Mach, 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 mach. Machen wir los hin. Was redest du da, Kerl? Wenn ich sage, ich wette auf Götz, dann wette ich auf Götz. Oder hast du etwa Lust darauf, dass man dich Kiel holt? Na, wenn Sie mich so nett fragen, dann kann ich natürlich gar nicht Nein sagen. Oh. Du kannst ihn jetzt zu den Fischen schicken, Klaus. Mhm. Fesselt ihn und seht zu, dass alles zum Kielholen bereit ist. Was? Was zum Himmels Willen habe ich denn getan? Du hast uns betrogen.
Auf übelste Art. Mit deinen Spießgesellen hast du gemeinsame Sache gemacht und deine Kameraden hintergangen. Wer sagt das? Ich. Genügt dir das? Nein, es genügt nicht. Der Mann ist geschwächt. In diesem Zustand überlebt er das nicht. Habt ihr nicht gehört? Was steht ihr noch rum? Führt sofort meine Befehle aus! Schiffshauptmann! Lasst Gnade vor Recht ergehen. Von mir aus. Ich will großzügig sein. Sollte sich ein Mann finden, der bereit ist, die Strafe auf sich zu nehmen, dann sage ich nicht nein. Ich stehe da schon durch. Also gut. Ich mach das. Zieht ihr unter dem Schiff durch! Sofort den Mann aus dem Wasser. Zu spät. Eins! Halt, hört auf zu ziehen! Elisabeth, du kannst dich doch nicht in deine Kajüte bringen lassen. Er braucht eine richtige Koje. Oder willst du, dass er stirbt? Lasst mich allein. Ich kümmere mich schon um ihn. Hab Dank. Du auch, Maria. Lass mich allein, ja? Aber ihr könnt doch nicht allein mit ihm hier. Maria, er ist halb tot. Was kann er mir denn anhaben? Also, lass bitte keiner rein. Hast du gehört? Niemand darf hier rein. Niemand. Es ist ich weiß. Dir ist was ins Auge gefallen. Seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe, habe ich dich nie vergessen. Jede Nacht bin ich wach gelegen und habe an dich gedacht. Ich habe dich auch die ganze Zeit nicht vergessen, Klaus, niemals. Und nicht fallen, Ruth. Aber ja, doch, ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Ja.
Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es geht nur um dich und mich. Für immer. Ich weiß. Für immer. Für immer. Nun, Hermann Prehn, was wollt ihr? Majestät, wir befinden uns in einem sinnlosen Krieg, der den Handel auf unseren nordischen Meeren praktisch zum Erliegen gebracht hat. Piraten... Psst, Majestät, schaut nur hier. ...fügen euch und der Hanse schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Dem gemeinsam ein Ende zu machen, muss doch in unser aller Interesse liegen. Wir haben keine gemeinsamen Interessen. Die meisten Piratenschiffe fahren mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis. Ja, habt ihr mir sonst nichts anzubieten? Etwas, was für mich wirklich von Interesse sein könnte? Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Es ist doch ganz einfach. Ich will freien Zugang für meine Handelsschiffe zu sämtlichen Häfen der Hanse. Und wenn ich freien Zugang sage, dann meine ich ohne Zoll. Und ohne zeitliche Begrenzung. Könnt ihr mir jetzt folgen? Zu solch weitreichenden Zugeständnissen habe ich keine Vollmacht, Majestät. Das muss ein außerordentlicher Hanserat entscheiden. Der muss erst einberufen werden. Tja, dann beruft ihn ein. Und bis er entschieden hat, wird eure hübsche Tochter mir Gesellschaft leisten. Ihr meint... Soll das bedeuten, ihr nehmt mich als Geisel? Ihr seid ein kluges Kind. Kaufmann Prehn, ihr könnt nach Hamburg zurückfahren. Maria, bleibst du hier bei Elisabeth? Wie könnt ihr nur daran zweifeln? Natürlich bleibe ich hier. Danke. Ja, ich muss versuchen, den Hanserat so schnell wie möglich von Königin Margaretes Forderungen zu überzeugen. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte nie mitkommen dürfen. Mach dir keine Vorwürfe. Ich bin sicher, du bringst es schon in Ordnung. Du wirst mit einem Angebot des Rats zurückkommen. Was immer geschieht, Elisabeth, ich... Du sollst glücklich sein. Königin Margaretes Geisel. Solange bis der Hanserat den Forderungen der Königin nachgibt. Wir müssen Elisabeth. Du redest im Fieberwahn. Königin Margarete hat eine Garnison von 500 Soldaten beim Schloss. Ja,
Kannst du mir sagen, wo ich Störtebeker finde? Unter Deck. Gott. Was ist denn passiert? Mach dir keine Sorgen. Das wird wieder. Ja, zumindest kein Wundbrand. So viel ist sicher. Hast du Neuigkeiten? Hast du Neuigkeiten? Ja. Du hattest recht. Die Wallenroths haben die Kaufurkunde unseres Gutshofes gefälscht. Ich habe im Rathaus die Besitzurkunde unserer Eltern gefunden. Vater hat sie bestätigen lassen. Nach dem angeblichen Kauf durch die Wallenroths. Ich wusste es. Und noch etwas. Der alte Wallenroth hat seit Jahren Gelder aus der Stadtkasse unterschlagen. Hast du dafür Beweise? Bleib liegen. Du bist noch zu schwach. Dann musst du zu Prehn und ihn davon unterrichten. Diesmal muss er dir Glauben schenken. Ich bitte dich darum, tu mir den Gefallen. Ich bin mit dem Angebot der Hanse bis zum Äußersten gegangen. Aber Königin Margarete, es hat ihr nicht gereicht. Ich fürchte, wir müssen tun, was sie von uns fordert. Geht es Elisabeth? Wie wird sie behandelt? Eher als Gast, denn als Geißel. Trotzdem, wir müssen der Königin entgegenkommen. Wenn wir auf ihre Forderung eingehen, verlieren wir unsere Haupteinkünfte. Wenn wir zu einem Frieden mit der Königin kommen wollen, muss die Hanse eben in den sauren Apfel beißen? Du hast doch überhaupt keine Ahnung, von was für Summe wir da sprechen. Aber ich weiß, dass ich von der Freiheit oder Gefangenschaft meiner zukünftigen Ehefrau spreche. Ganz recht, es geht in diesem Fall nicht nur um Geld. Wir können doch die Verluste der Hanse und unsere Verluste doppelt und dreifach hereinholen, wenn wir mit der Königin Frieden schließen und gemeinsame Sache machen gegen die Seeräuberei. Nun, ich werde den Bürgermeister bitten, den Hanserat einzuberufen. Und er wird dann im Rat berichten über eure misslungene Mission in Kopenhagen. Und dann werden wir beraten. Beraten? Es gibt nichts zu beraten. Es geht um meine Tochter. Um eure zukünftige Schwiegertochter. Glaubt mir, wir werden alles tun, um den Rat zu überzeugen. Aber es wird nicht leicht werden. Ich verlasse mich auf euch. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mir vor anderen nicht widersprechen sollst? Aber es geht auch um mich, nicht nur um Geschäfte. Was unsere Geschäfte sind, stimme immer noch ich. Merkt ihr das? Ich werde es mir merken, Vater. Ja? Was ist denn? Auf ein Wort. Muss das jetzt sein? Komm morgen wieder. Die Sache duldet leider keinen Aufschub, Herr. Was ist es denn gar so Wichtiges? Ich habe Nachforschung angestellt. Ich habe eindeutige Beweise dafür, dass ich die Wallenroth... Jan! Dass sich die Wallenroths den Gutshof unserer Eltern unrechtmäßig angeeignet haben. Jan, ich habe dich gewarnt. Noch eine solche Verleumdung und ich weise dir die Tür. Ihr Herr gab mir vor eurer Abreise nach Kopenhagen den Auftrag, die Bücher der Stadt durchzugehen. Und hast du was Unstatthaftes gefunden? Das kann man wohl sagen. Irrtümer. Flüchtigkeitsfehler. Wie viel geht es? Ich würde sagen, insgesamt um etwa 10.000 Barren in Silber. Bist du verrückt? Das kann nicht sein. Verzeiht, Herr, wenn ich mich widerspreche. Aber es ist eine traurige Tatsache. Ich habe es aufgelistet. Hier. Es sind Gelder aus der Stadtkasse entnommen worden, um die Verteidigungsanlagen zu erneuern. Aber
Nichts ist geschehen. Herr, kein Pfennig davon ist je angekommen. Treibt euch ja bei diesem Sauwetter hierher. Kommt doch rein. Ihr habt Schande über Hamburg gebracht, Konrad von Wallenroth. Und ihr habt Schande über meinen Namen gebracht. Und morgen werde ich vor den Hansegard treten und euch anklagen. Ich habe Martin Degenhardt als Zeugen mitgebracht. Jetzt beruhigt euch doch, um Gottes Willen. Was hat euch überhaupt so in Rage gebracht? Ihr fragt das. Eure Unverschämtheit wird nur noch von eurer Heuchelei überboten. Wie könnt ihr es wagen, über Jahre hinweg Gelder aus der Stadtkasse auf die Seite zu schaffen, zu eurer persönlichen Bereicherung und gleichzeitig, um die Hand meiner Tochter anzuhalten? Ihr habt nichts dazu zu sagen. Dann sehen wir uns morgen vor dem Rat wieder. Kommt. Das glaube ich nicht. Was sagt ihr da? Ich lasse euch von der Stadtwache verhaften. Ihr seid so gut wie tot, Konrad von Wallenroth. Da verwechselt ihr etwas. Da verwechselt ihr etwas ganz grundsätzlich. Simon, komm her. Komm. Was hast du gut gemacht? Mein Sohn, der schnelle Priester. Du kannst mir keine Befehle mehr geben. Du fährst jetzt sowieso direkt in die Hölle. Ob mit oder ohne Ölung. Vater. Wenn ihr mich tötet, macht ihr einen großen Fehler. Sagt mir einen Grund, warum ich es nicht tun sollte. Weil ich der einzige Zeuge bin, der für euch aussagen kann. Und der einzige, der zum Bürgermeister vorschlagen wird.
Das macht dich zum mächtigsten Mann in der Hanse. Das war's. Noch eins? Ihr müsst sofort kommen. Ich habe einen Mord zu melden. Was sagst du? Hast du was getrunken? Nein. Mein Herr, der Kaufmann Hermann Prehn, er ist ermordet worden. Ich kenne ihn, ein sehr ehrbarer Mann. Wer soll ihn denn ermordet haben? Simon von Wallenroth, im Hause der Wallenroths. Simon von Wallenroth? Du musst wirklich betrunken sein. Bitte, ihr müsst mir glauben. Zuerst hat sein Vater auf ihn eingestochen, ja, und dann ja er. Gut, ist ja gut, wir haben's gehört. Ich geh mal nachsehen. Du passt auf den Besoffenen auf. Komm her. Na komm, wärm dich auf, bis mein Kamerad zurückkommt. Danke, ihr seid sehr freundlich. Simon von Wallenroth. Ja, kaum zu glauben, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn du es mit eigenen Augen gesehen hast? Er hat ihm sein Messer direkt in die Brust gestoßen. Das ist er. Dieser Mann hat Hermann Krehn und meinen Vater ermordet. Nein! Er hat ihn getötet! Schaff ihn mir aus den Augen! Lingard! Hamburg im Jahre des Herrn 1396. Ich, Hermann Prehn, bestimme hiermit, dass mein gesamtes Vermögen im Falle meines Todes an Simon von Wallenroth übergeht, den zukünftigen Ehemann meiner geliebten Tochter Elisabeth. Mit eigener Hand gezeichnet, Hermann Prehn. Sprechen, Herr. Du wolltest doch mit diesem Stadterbäcker abrechnen. Ich warte nur auf euren Befehl dazu. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Aber wartet damit, bis ihr auf hoher See seid. Konrad von Wallenroth und Hermann Prehn sind umgebracht worden. Von wem? Man hat deinen Bruder als Mörder verhaftet. Was? Das kann nicht sein. Was ist los? Legen wir ab. Wacht auf, ihr faulen Hunde! Alle Mann an Deck! Du auch? Er ist noch zu schwach. Du auch, hab ich gesagt! Hördebecker! Schiffshauptmann. Die Godewind segelt ab sofort unter der Flagge Simon von Wallenroth. Hermann Prehn ist tot. Was? Das kann doch nicht sein. Konrad von Wallenroth ist auch tot. Sie wurden heute Nacht Meuchlings ermordet. Und zwar vom Bruder dieses Mannes. Was steht ihr hier herum? An die Arbeit, Leute. Und du? Mach, dass du auf den Mast kommst. Ich mach das. Störtebecker! Simon von Wallenroth sagt, Jan hätte Vater ermordet
und dass Klaus daran beteiligt war. Aber er sagt nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ach, mein armes Kind. Aber wir können nichts tun. Was können wir denn tun? Wir können nichts tun. Unsere Zukunft liegt in den Händen von Simon von Wallenroth. Nein. Er ist unsere einzige Hoffnung. Mein armer Vater. Wenn ich bei ihm gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Lass uns allein. Was habt ihr mit mir vor? Warum bringt ihr mich nicht gleich um? Mach dir keine großen Hoffnungen. Über alle Warenlager, die Hermann Prien besessen hat. Und über seine Handelsbeziehung. Im Übrigen, was dein Bruder angeht. Der dürfte längst Fischfutter sein. Dafür habe ich gesorgt. Weißt du, welche Strafe auf Kameradendiebstahl steht? Wieso? Den habt ihr denn bestohlen? Hier wird ein freches Grenzen gleich vergehen. Was ist das hier? Euer zweites Auge vielleicht. Das sind die gesamten Ersparnisse vom armen Götz. Und wo, glaubst du, haben wir diesen Beutel gefunden? Jetzt sag bloß in eurem Wams. Schluss mit dieser Vorstellung! Zwischen deinen Sachen, du Schandmaul! Und was habt ihr jetzt vor? Ich statuiere ein Exempel. Auf Kameradendiebstahl an Bord eines Schiffes stehen 50 Peitschenhiebe. Du würdest das nicht überleben. Also will ich nochmal gnädig sein und werde dich deshalb nur blenden lassen. Oh! Da müsste ich euch ja eigentlich noch dankbar sein. Na, rede nur weiter so. Lange wirst du nicht mehr dein loses Maul wetzen. Denn gleich, das verspreche ich dir, wirst du um Gnade winseln. Ihr wisst alle, dass unser Schiffshauptmann diese dreckige Lüge erfunden hat, um sich an mir zu rächen. Und dass er glaubt, dass er damit durchkommt, weil unser Schiffseigner tot ist. Aber einmal muss Schluss sein mit der Willkür. Glaubt ihr denn, ich bin der Letzte, mit dem er so umgeht? Wenn ich ausgepeitscht, geblendet oder tot bin, dann bist es vielleicht du oder du oder du. Jetzt ist Schluss! Ja, er hat recht! Ergreift den Kerl, Männer! Halt! Hört ihn an! Ergreift ihn, habe ich gesagt! Oder wollt ihr, dass ich euch alle Kiel holen lasse? Er hat die Macht, jeden Einzelnen von uns vom Leben zum Tode zu befördern, wann immer er will. Aber nur, wenn wir es zulassen. Und wir sollten es nicht länger zulassen. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stark, stärker als sie. Die Pfeffersäcke, die Adligen, die Patrizier, die uns aussaugen, damit sie immer fett und fetter werden. Nehmen wir uns, was uns gehört. Ich lasse mir nichts mehr gefallen. Und ihr solltet das auch nicht. Dann sind wir frei und leben als Piraten. Wer von euch, sich uns anzuschließen, bereit ist,
ist willkommen. Wer nicht, dem droht der Tod. Im Kampf. Seid ihr mit? Oder seid ihr gegen uns? Gottes Freund. Hm? Und aller Welt Feind. Gottes Freund! Und aller Welt Feind! Gottes Freund!